Eine außergewöhnliche Erfahrung, die ich erleben durfte. Als Überschrift wähle ich die unheimliche Stimme. Als ich mich gestern im Bad fertig machen wollte, habe ich etwas erlebt, was mich und mein Körper zunächst zum Schaudern gebracht hat. Ich möchte das gerne mit euch teilen, um vielleicht den einen oder anderen dahin zu beruhigen, dass wir in unserer Ermächtigung sind und jeder für sich reinfühlen kann, wie er oder sie in so einer Situation damit umgeht. Irgendwie fing der Tag schon merkwürdig an. Ich wollte in 2 Online-Shops Bestellungen aufgeben von Lebensmitteln. Merkwürdig war, dass ich zuvor immer mit Rechnung zahlen konnte bei beiden Shops. Doch bei beiden Bestellungen in verschiedenen wohlgemerkt Online-Shops konnte die Bestellung nur mit PayPal oder Walkese bzw. Kreditkarte erfolgen. Ich bekam zudem jedes Mal die Mitteilung per E-Mail, dass die Bestellung nicht ausgeführt werden konnte aufgrund technischer Probleme. Nach kurzer Zeit wurde mir bewusst, dass es wohl ein technisches Problem gibt, weshalb ich auch davon ausging, da es, wenn sich das gelöst hätte, ich wieder per Rechnung bezahlen könne. So legte ich das erst einmal beiseite und bin gemütlich ins Bad, um mich zu duschen. Es geschahen an dem Tag noch andere private Dinge und all das habe ich dann versucht, gedanklich auszusortieren. Und mein Gedankenkarussell fing an zu laufen und zu laufen und zu laufen. Ich fiel von einem Gedanken extrem in das nächste. Als ich dann mit dem Duschen fertig war und begann, mich abzutrocknen, höre ich plötzlich eine laute Stimme mit dem Wort still. Ich erschrak dermaßen, dass ich anfing, am ganzen Körper zu zittern. Ich dachte wirklich im ersten Moment, es wäre mein Mann gewesen, der mir einfach einen schlechten Streich spielen wollte, denn die Stimme klang genau wie die meines Mannes. Es war schon beängstigend für mich, trotz dass ich seit vielen Jahren weiß, dass der Schleier sich immer mehr erhebt zu der anderen Welt, zur geistigen Welt, und ich auch schon viele Erfahrungen damit gemacht habe, ist dennoch jede Erfahrung, die man in der Hinsicht macht, ziemlich speziell. Erst im Nachhinein begriff ich, dass es wohl damit zusammenhängt, da ich dieses Gedankenkarussell nicht stoppen konnte, vielleicht eine Stimme war, die mir einfach nur vermitteln wollte, einfach mal in die Stille zu gehen. Als mein Mann dann eine halbe Stunde später daheim ankam, erzählte ich ihm gleich von diesem Ereignis. Wir haben dann mit Palo Santo Holz geräuchert und haben die Seele, die mir diese Mitteilung gemacht hat, ins Licht geschickt. Meine Freundin meinte, es könnte eine Seele sein, die sich hier verirrt hat. Nach dem Räuchern konnte ich problemlos meine Bestellungen in beiden Online-Shop wieder per Rechnung ausführen und auch alle anderen Dinge, die an diesem Tag schief gelaufen sind, funktionierten wieder einwandfrei. Hat jemand von euch Ähnliches erfahren in der letzten Zeit? Ich bin mal ganz gespannt, was ihr so zu berichten habt. Übrigens werde ich auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf die körperlichen Symptome zurückkommen und auch auf andere Begebenheiten. Alles Liebe, eure Gabriele.